Die Wall Street hatte gestern den besten Handelstag seit 5 Monaten, weil Jerome Powell zumindest indirekt die Tür für Zinssenkungen geöffnet hat. Aber faktisch war das das Eingeständnis der Fed, dass der Aufschwung auch in den USA vorbei ist. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf diesen Handelstag, nachdem es gestern ja zur Sache ging, vor allem ein Short Squeeze wieder. Die Kurse so stark nach oben getrieben hat, nachdem das Sentiment doch sehr bärisch gewesen ist gegenüber dem US-Aktienmarkt, vor allem auch hierzulande eher bärisches Sentiment. Und so kommt es denn, wie es fast immer kommt, die Kurse gehen nach oben, wenn die Stimmung schlecht ist. Die Frage ist, wie nachhaltig ist dieser Kursanstieg? Vielleicht sollte man einfach mal die Frage stellen, was ist besser? Ist es besser, wenn die Wirtschaft gut läuft und die Zinsen deshalb steigen, weil eben die Wirtschaft gut läuft? Oder ist es besser, wenn die Wirtschaft nicht gut läuft und die Zinsen deshalb sinken? Wir haben in den letzten Jahren gesehen, als die Fed die Zinsen angehoben hat und die Wirtschaft sehr stabil war, sehr gut war, dass die Aktienmärkte gestiegen sind. Jetzt haben gestern die Aktienmärkte Party gefeiert, weil zumindest mental das Feld bestellt wurde für Zinssenkungen. Aber die Geschichte zeigt, wenn Zinsen gesenkt werden, performen Aktien nicht gerade besser, als wenn Zinsen angehoben werden. Eben weil es so ist, dass dann ja eine gewisse Notwendigkeit zu herrschen scheint für diese Zinssenkungen. Das heißt, dass die Konjunktur sich abkühlt, dass die Unternehmen weniger Geld verdienen, und wenn sie weniger Geld verdienen, dann gibt es ein Bewertungsproblem. Insofern erklärt sich, warum in solchen Zyklen die Aktien normalerweise nicht so gut laufen. Dementsprechend ist dieser gestrige Aufschwung, wenn man ihn so bezeichnen kann, mit einiger Skepsis zu betrachten. Ja, es kann weitergehen, ja, diese Party kann noch weiterlaufen, aber wir haben ja keines der Probleme jetzt gelöst, und die Probleme, die werden jetzt drängender, die kommen nämlich dichter heran. Da haben wir auf der einen Seite natürlich die Zollthematik. Das ist das, was gestern der White House Chief of Staff, also praktisch der Chef der Mitarbeiter des Weißen Hauses, Mick Mulvaney, gesagt hat. Ich gehe absolut davon aus, dass die Zölle, nämlich gegen Mexiko, mindestens jetzt am 10., also nächsten Montag, auf 5% steigen werden. The president is deadly serious about fixing the situation at the southern border. Der Präsident ist todernst in seinem Bestreben, hier diese Probleme in Sachen Immigration zu handhaben. Die Mexikaner haben gestern auf Optimismus gemacht. Ja, man wird eine Lösung finden, aber die Geschichte wird eben nicht so einfach. Rhetorik ist einfach, wirklich konkret Maßnahmen zu ergreifen angesichts dieser ja fast schon hier seienden Deadline. Das wird sehr, sehr schwer. Das ist kaum möglich. Nach meiner Auffassung kommen die Zölle, und dann ist ja dieser Schrittfolge 5%, 10%, 15% und so weiter bis 25%, wenn man keine Einigung finden sollte. Das also die Mexiko-Front. Und wir haben natürlich auch noch die China-Front. Hier ein Tweet von Hu Xijing, das Orakel von Peking, Chefredakteur der Global Times, der nochmal klar machte, dass die gestrigen Aussagen Chinas nicht als Einlenken irgendwie verstanden werden können. Ja, wir wollen verhandeln, aber es wird wohl nicht gehen, ohne dass wir wirklich hier einen grundlegenden Kampf führen. Die Chinesen haben realisiert, dass sie vielleicht ein bisschen naiv waren, als sie geglaubt haben, sie könnten wirklich bei diesen Verhandlungen Resultate erzielen. Jetzt ist es die Situation so, dass China eine Tochtergesellschaft von Ford jetzt mit einer Strafe belegt hat, heute Nacht wegen Ausnutzung der Monopolstellung. Wir haben nach wie vor scharfe anti-amerikanische Kommentare in der chinesischen Presse. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es. Mnuchin, der US-Finanzminister, hat gesagt, er wird den chinesischen Notenbankchef Yi Gang beim G20-Finanzministertreffen jetzt Ende dieser Woche treffen. Aber alles deutet darauf hin, dass die Chinesen keinerlei Bereitschaft haben, mit den Amerikanern jetzt zu reden. Und dann haben wir natürlich die Zollthematik, die auf uns zurollt. Denn es drohen ja die Zölle auf die weiteren gut 300 Milliarden an chinesischen Importen. Apropos China, wir haben schwache Daten heute Nacht von den Einkaufsmanager, Kaixin Einkaufsmanager Index Dienstleistung. Da ist der Index mit der 52,7 deutlich schwächer ausgefallen als erwartet. Erwartet war eine Zahl über der 54er Marke, das war also der schwächste Wert jetzt seit Februar. Jetzt ist die Lage so, kann man vielleicht global sagen, wir haben einen Einbruch
im Gewerbesektor und der Dienstleistungssektor hat sich gut gehalten. Jetzt sehen wir, dass China und auch Europa beginnt, dass da der Dienstleistungssektor auch abkühlt. Das ist sozusagen eine Tendenz, die jetzt kommt und die wichtig ist für heute, denn wir haben heute um 16 Uhr den ISM Index Service aus den USA. Wo wir sehen werden, dass die Dinge sich weiter abkühlt mit großer Wahrscheinlichkeit. 14, 15 auch noch die US-Arbeitsmarkt, der US-Arbeitsmarktbericht von ADP, praktisch die Vorausschau auf die Arbeitsmarktdaten am Freitag. Schauen wir uns doch die Lage bei den Einkaufsmanager-Indizes mal insgesamt an. Das ist der sogenannte Global Manufacturing PMI, also praktisch der global die Einkaufsmanager-Indizes erfasst. Wir sehen im Mai Kontraktion 49,8, Tendenz fallend. Wir sehen die neuen Orders, also die neuen Auftragseingänge 49,5 fallend. Wir sehen neue Exporte, das war vor allem jetzt ein Grund für die Schwäche des chinesischen Kaixin-Dienstleistungsindex 49,0 fallend. Selbst Beschäftigung jetzt unter die 50er-Marke gefallen, erstmals seit 2016. Das Einzige, was irgendwie steigt, das sind, wenn überhaupt, die Preise. Also es ist wirklich ein globaler Abschwung, der da passiert und jetzt kann man sagen, hurra, die Fed wird möglicherweise die Zinsen senken und die Märkte sind ja geradezu besoffen, was sie hier erwarten, nämlich 3,6 Zinssenkungen in den nächsten 12 Monaten. Also da geht man schon sehr in die Vollen. Was haben wir noch? Wir haben ein Muster möglicherweise, was Nomura hier gezeigt hat. Die sagen, wir sind in einer ähnlichen Situation wie vor der Lehman-Krise. Kurz bevor Lehman explodierte, hier zeigt man, dass die Parallelen schon sehr, sehr auffällig sind zwischen dem heutigen Kursverlauf hier in Blau und dem damaligen Kursverlauf hier zwischen dem Januar 2006 und April 2009. Dementsprechend haben wir noch ein bisschen und dann würde es nach unten gehen. Man weiß natürlich nie, was kommt. Auch Nomura hatte keine Glaskugel, aber man sieht doch, da gibt es gewisse Parallelen. Und wir sind ja auch fundamental in einer Situation, die alles andere als einfach ist. Und da wird auch dann eine Fed nicht helfen können, die die Zinsen senkt. Die kann damit Symptome ein bisschen verbessern, kann ein bisschen die Geschichte abmildern. Aber sie kann eben das ganz große Bild nicht verändern, wenn da eine Lawine rollt an globalem Konjunkturabschwung, etwa durch den Zollkrieg. Dann kann die Fed auch nur sozusagen abmildern, aber die Geschichte nicht wirklich drehen und das werden die Aktienmärkte bald begreifen. Schauen wir uns die Indizes eben mal an, da sehen wir hier den S&P 500 mit dieser Rallye, wie gesagt, größter Anstieg seit 5 Monaten, Short Squeeze vorwiegend 2811 Punkte. Wir sehen den Dow Jones bei 25.388, hier ging es ebenfalls nach oben. Wir haben dann die Lage beim DAX, der ist bei 12.600 Punkten, auch natürlich mit einem Anstieg jetzt wieder über die 12.000er Marke. Wir haben den Euro-Dollar, der sich bei 1,1261 hält. Da sieht man noch nicht diese angeblich so dovische Haltung von Jerome Powell, der ja praktisch gesagt hat, wenn der Handelskrieg weitergeht und die Wirtschaft dann negativ beeinflusst ist, dann werden wir eben die Zinsen senken müssen. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Es ist ja nicht zu erwarten, dass die Fed die Zinsen anhebt, wenn der Handelskrieg tobt. Allerdings ist es eben so, wenn jetzt die Zölle kommen gegen Mexiko und gegen China, dann dürften eben die inflationären Tendenzen, die praktisch im Sommer sowieso auf uns zurollen kommen, dürften dann noch stärker werden. Dementsprechend ist die Frage, wie die Fed dann die Zinsen senken will, wenn die Inflation nach oben geht. Wir haben dann den Gold Price bei 1326 stabil und wir haben das Öl, das sich überhaupt nicht erholen kann. Das sollte ein kleiner Frühwarnindikator sein für die Bullen. Normalerweise müsste man erwarten, dass auch der Ölpreis dann im Risk-On-Modus nach oben läuft. Das tut er nicht und das zeigt, dass wir hier möglicherweise nur eine kurze Freudenrallye haben, die nicht von langer Dauer sein wird. Es kann, wie gesagt, noch weiter nach oben gehen, aber dass wir mittelfristig jetzt zu neuen Allzeithochs ansetzen, wage ich ganz schwer zu bezweifeln und wünsche einen wunderschönen Start in diesen Tag. Meine Damen und Herren, bis dann, Servus.